Eine der grundlegendsten menschlichen Bedürfnisse besteht darin, ein Zuhause zu schaffen, das so gestaltet ist, dass es unsere Werte widerspiegelt. Die Dinge, mit denen wir uns täglich umgeben, müssen gefallen. Das macht sie begehrlich und darin liegt ihr Wert. Steininger ist eine österreichische Designmanufaktur, entwirft, plant und baut zeitlose Architektur und Interieurs mit luxuriöser Ausstattung. Geschäftsführer Martin Steininger ist Designer, Mastermind und vor allem Minimalist. Er hält nichts vom Primat der Funktion über die Form. Gutes Design ist klar, unaufdringlich, zeitlos. Form follows Function mag absolut berechtigt sein. Meine Antithese dazu ist, Ästhetik ist Funktion, denn die Dinge müssen gefallen. Dass sie funktionieren, setzen wir voraus, sonst hätte das Produkt keinen Sinn. Der Fokus beim Designer liegt am Schaffen nachhaltiger Werte, in der Architektur wie im Design. Design muss ansprechend aussehen und technisch perfekt gelöst sein. Für mich zählt immer das Gesamtbild und das muss stimmen. Wir sehen ein Gebäude als Setting, eine Szenografie, ja, als Theaterbühne. Wenn man Architektur so versteht, interessiert man sich natürlich auch für die Objekte darin, also für die Interieurs, für die Küchen, Möbel, ja, sogar für die passenden Accessoires. Aus diesem Grund entwickeln wir die Steininger Kollektion täglich weiter. Inspirieren lässt sich der Designer von der Natur, Kunst und Architektur. Vorbilder sind Adolf Loos, Josef Hofmann, Walter Gropius und Achille Castiglioni. Auch der Minimalartist Donald Judd hat ihn geprägt. Als Kreativchef entwirft Martin Steininger alles selbst, am liebsten mit Stift und Papier. Das Unternehmen mit Hauptsitz im oberösterreichischen St. Martin ist in dritter Generation, familiengeführt und betreibt Mono-Brand-Stores in Linz, Hamburg, St. Gallen, London und Wien. Die Projekte reichen von Privat-, Geschäfts-, Office-Projekten bis hin zu Yacht- und Flugzeugausstattungen. Alle Prozesse sind hochgradig technisiert. Produziert werden Unikate in Industriequalität. Diese Exzellenz wird nicht allein durch digitale Fertigung erreicht. Bei Steininger sind passionierte Handwerker am Tun. Das hat Tradition, seit 80 Jahren. Es ist ganz wichtig, digitale Prozesse zu verwenden, die Schnittstellen zu optimieren und das mit Handwerkskunst zu vereinen. Mit unserer IT wird direkt der Maschinenpark angesteuert. Wir verlieren keine Zeit in den Schnittstellen und Fehler werden von Anfang an vermieden. Natürlich können unsere Techniker jederzeit eingreifen. Egal, welche Materialien und Oberflächen gewünscht werden. Von der speziellen Oberflächenlegierung über Holz bis zum edlen Stein. Verarbeitet wird in höchster Qualität. Durch diesen durchgängigen digitalen Prozess ist man in der Lage, unterschiedlichste Materialien und sehr komplexe Details in-house zu fertigen. Die Produktion ist kleindimensioniert, da der Prozessablauf jenem in der Autoindustrie gleicht. Und das macht den Unterschied. Teile werden geordert und just in time geliefert. Die innerbetriebliche Logistik sorgt für geringe Puffer und geringe Lagerzeiten. Das Herzstück der Steininger Produktion ist die Warenübernahme und Qualitätssicherung. Jedes Produkt wird vom Team zu 100% zusammengebaut, qualitativ abgenommen, anschließend wieder teilzerlegt und original verpackt. Bei der Qualitätskontrolle, beim Feintuning oder auf der Montage, da legen dann unsere Tischler, Ingenieure, Designer und Projektleiter selbst Hand an. Nur so können wir sicherstellen, dass das Endprodukt der ursprünglichen Idee des Designers gerecht wird. Und da war immer Freude, wenn wir es dann übergeben können und sie ist makellos geworden.
Ziel guter Gestaltung und Architektur sollte sein, gute Orte entstehen zu lassen, die den Nutzern dienen und ja, auch ihr Leben verschönern. Das ist der Anspruch bei allem, was wir machen. Und für mich liegt Schönheit im Schlichten und Klaren in Verbindung mit natürlichen Materialien. Das ist zeitlos und nur das Zeitlose überdauert oder hat Potenzial zum Klassiker. Aus Vorstellungskraft und Expertise erwachsen herausragende Ideen. So entstehen individuelle Domizile voller Atmosphäre und in markanter Ästhetik. Am Ende ist der Traum Wirklichkeit. Steininger, Building Visions.